So, guten Tag, da bin ich wieder mit einem neuen Part von WWE Day of Reckoning. Eins nach einer einwöchigen Pause oder sowas. Mein Rechner funktioniert jetzt wieder ordentlich, also ein neuer Lüfter ist jetzt drin. Für alle, die es interessiert, auf Facebook gibt es ein Bild davon. Und der Lüfter ist der Corsair H70, ist Wasserkühlung. Alles klar, machen wir weiter. Also, continue mit unserem guten Flusi. Ach ja. So. Wo waren wir stehen geblieben? Mal gucken. Also, wir haben mal irgend so ein komisches Match, das weiß ich noch. No DQ. Okay, mit Randy Orton. Tag Match. Alles klar. Und Tornado. Na, das wird ja was. Ach Gott. So, also, ich geh jetzt einfach mal raus. Wenn No DQ ist, dann nutzen wir das natürlich aus. Ups. Wir werden erstmal von Shelton Benjamin bisschen attackiert, aber konnte kann ich noch, das ist schön. Ich konnte ja in der Zeit auch nicht wirklich spielen, beziehungsweise wenn er nur kurz, und dann ist mein PC immer abgekackt, beziehungsweise das Spiel hat ultra geleckt. Und das ist natürlich nicht so schön, ne? So, nehmen wir uns mal die Ringglocke hier. Puff. Und hat er leider gekontert, aber den nicht. Und jetzt muss er mal bitte aufstehen. Komm her. Fuck. Jetzt kriegen wir auch noch einen Neckbreaker ab. So, Benjamin. Und diese doofen Tag-Matches, ne? Also auch noch Tornado-Tag, das wird ganz schön schwierig, der Einzug ja, gepinnt zu bekommen. So, erstmal hier rauf da. Hey, geh rauf da. So, rauf da. Super. So, dann werden wir erstmal den Stuhl, Stuhl, den Kommentatoren-Tisch zerbrechen. Mit einem. Oh, Falling Slam! Hehe. Schrie auch wieder der coolste aller Zeiten. Ein paar Punches. Steigen wir hier rauf. Ja, ey! Ich wollte fast einen Frog Splash ansetzen. Hehe. Ja. Exzellent hinuntergefallen. Muss man ja sagen, und exzellent seinen eigenen Partner geschlagen. Edge. Komm. It's over. Hoffentlich vergesse ich nicht, wer mein Partner ist, aber das ist Randy Orton. Bis jetzt weiß ich das noch, das ist schön. Steh auf. So, komm, steh auf. Steh auf! Mein Gott, das hat aber auch lang gedauert. So, komm her. Oh. Das war wohl nix. Ah, wie habe ich diese Konter von den Gegnern vermisst, ey. Zack. Und einmal Center und Splash. Sogar getroffen. So, und dann machen wir an Edge mal was, und zwar, oh, Arm Wrench Takedown. Bam. Und eine Shooting Star Press, auch lange nicht mehr gemacht. Und Orton hat einen Finisher, das ist doch angenehm zu hören. Ups. Uah. Frankensteiner. Shooting Star Press, geh weg, der Edge. Randy Orton meinte ich eigentlich. Aber Lionsault kann ich eigentlich auch noch, wollte ich sagen, aber anscheinend ja doch nicht. Ein Chair Shot. Und noch einer. Und noch einer. Und Randy Orton hat einen Finisher. Oh! Da haben wir den AKO zwangsweise mit abbekommen. Ah, oh, schade. So, komm her. Benjamin. Shelton Benjamin. Oh. Oh, wir konnten halt. Wunderbar. Oh, 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 oh. Break ein Glück. Ja. Fuck. Ah, wir haben Finisher, das ist schön.
So. So, jetzt passt mal auf, Leute. Wow! What's that? Rock Bottom! Rock Bottom! Gewünscht von Al John Cena! Oder Nexus John Cena, keine Ahnung. Bin bei uns! One! Oh, nicht mal One. Alle Special State. Ah! Oh, Execution oder so. Oh, fuck! Oh, ein Glück. Hilfe! Oh! Na geil. Fängt ja gut an. Na. So ein Mist gleich normal, das Scheiß. Ist mal hier hoch oder auch nicht. Ein behinderter Mist alles, ne? Ein Zusammenkommen von unglücklichen Zuständen, kann man das auch nennen. Oder so. In der Art. So, hau es mal ab hier, Edge. So. Ein. Oh, Fisherman Suplex! Ey, kann ich noch nicht rauf? Ja, Escape. Achso, ne, ich wollte gerade sagen, Escape geht ja nicht, aber geht natürlich. Ich habe jetzt an Rope Break gedacht. DDT habe ich, glaube ich, gemacht, habe jetzt gerade nicht hingeguckt. So ein bisschen Edge bearbeiten, damit er ja nicht noch mehr auf dumme Gedanken kommt. Und einen Stuhl haben wir auch noch. Chair Shot. After Chair Shot. Oh! DDT on the chair. On the Schere. Oder so. Zack. Bam und... Oh. Ne, das war nichts. Hatte leider gekontert. So, komm her. Und oh, Pile Driver! Jumping! Und oh, Spinning Kick. Neckbreaker hinterher! Hinterher! Share Shot, auch noch. So langsam können Edge auch mal blau werden. Bam! Jawoll! So, Edge ist jetzt ganz schön angeschlagen. Aber das ist noch nicht so schön da. Benjamin. Immer noch, ja, ganz schön on Killing Spree ist, würde ich jetzt mal so sagen. So, deswegen, ja, wir probieren es mal. Ich schicke ihn mal rein. So, und bis Randy Orton da fertig ist, habe ich ihn gepinnt, hoffentlich. One, two. Oh, schade. Und Fisherman Suplex Pin. Oh fuck. Probieren wir gleich nochmal, wollte ich sagen. Probieren wir gleich nochmal, habe ich gesagt. Und. Hoffen, dass Benjamin gerade beschäftigt ist. One, two. Yes! Benjamin hat verkackt. Muhahaha. Der HKB. Geschafft. Ach ja. Yeah. Ist doch schön. Oh! Da sind wir und Triple H, der World Heavyweight Champion. Well, it's been quite a Survivor... Well, it's been quite a Survivor Series for Evolution. Triple H, you're once again the World Heavyweight Champion, defeating your chief rival in the process. As if there was ever any doubt. And Floozy Heart, you and your partner Randy Orton seem to have finished the job by defeating your counterparts in that Tornado Tag Matchup. Yo, so, yo, wir sind cool, sagt er oder so. Beglückwunscht uns oder so. Not by launching this week, you told that you get a title shot. Yeah, you said that I would get one in a couple of weeks if I kept winning. Ja. Intercontinental Title. Dann kriegen wir eine Möglichkeit. A man. Oh, you should not double. I won the right here. Earlier tonight. A man, you turned your back on just a few months ago. Yes, in two shots a week, your title shots will be against the new Intercontinental Champion.
Batista, na toll. Mit wie heißt der? Babschi? Basti? Batista? Babsi? Batisto? Interesting, quite interesting. So, übliche Leier, continue. Evolution speaks. Ja, da sind wir alle. Yo, blah, next week we'll be getting his first ever intercontinental title shot against his former partner Batista, Ric Flair as a senior member of the group. What are your thoughts? Ja, das stimmt, er war schon lange dabei. Wir haben einen Legend Killer, also wir haben den Legend Killer Randy Orton. Wir haben Flusy Hart. Wir haben den World Heavyweight Champion Triple H. Ja. Ja, und wir haben den 16-fachen World Champion Ric Flair. Und noch was anderes. Ja. Ready for my title shot too. To this make it even stronger. I'm ready to grab for the first win. Super, also er will auch Champion werden. Dabei sind wir ja noch Tag Team Champions, oder? Christian. Das ist eine Ironie, auf dem Ding sieht man ihn mit dem Intercontinental Champion. Hahaha. Vielleicht ist auch jetzt Spiel im Singles Match wieder schneller. Dem jetzt meine. Ja, mein Prozess ist gerade mal bei 29 Grad. Anstatt auf 40 oder so. Oder auch nicht. Ist genauso. Wieder 40 bis 42 FPS ungefähr. Bei Singles Matches, warum nicht? Bam! Spinning Wheel Kick, Springboard sogar. So gehört sich das. So, aufs Top Rope und Buja! Und vorbei, natürlich. Weg! Haha, gekontert. So, kann ich jetzt noch einen Linezoll eigentlich? Ja, kann ich noch, das ist schön. Ich will mal wieder Breakdance machen. Treffe ich überhaupt? Jo, treffe ich aber. Oh, Breakdance! What a move! Ach ja, wunderschön. Ich habe jetzt aber kürzlich auf meinem Channel einen Playclaw-Test hochgeladen. Das ist so ein neuer, also nicht so neu, aber ist so eine Fraps-Alternative. Ja, und die benutze ich gerade noch nicht, weil ich da noch nicht genug getestet habe. Aber ich könnte mal testen, ob das damit besser funktioniert. Ich müsste mich da erst noch ein bisschen mit einarbeiten. Jo. Okay. Weil ihr könnt ja mal sehen auf dem Channel, da habe ich ein Testvideo hochgeladen. Von einem Video von Day of Reckoning 2. Im Match Thumbtack Jack. Habe ich selbst gemacht. Gegen The Rock, der im Spiel ist. Oder so. Bam. Zack. Und dann setzen wir einfach mal. Ich habe jetzt keinen Bock, jetzt noch einen Finisher mehr zu machen. Oh. Na, so schnell war dann doch nichts. Probieren wir nochmal. Fisherman Suplex. Fisherman Sub. Ey. Gib's doch nicht. Gib's doch nicht. Komm her. Oh! Gib's nicht. Unmöglich, die Jugend. Oh, eigentlich wollte ich rausspringen. Probieren wir es nochmal. Zack. Hat's geschafft. Bin rausgesprungen. Könnt ihr das auch? Nein, so, weiter. Auf jeden Fall, wo war ich stehen geblieben? Na, jetzt habe ich auch gleich 5 Sterne, kann ich mal machen. Bam. Oh. Sade. Wieso hat der jetzt Finisher? Der hat doch nichts gemacht. Der hat nur gekontert 5000 Mal. Ah, das ist ja in dem Spiel zum Glück so. Ich finde das eigentlich gar nicht schlecht, aber wenn die Gegner das immer so oft schaffen. Ups. Headscissors. Kriegen wir ab. Das ist nicht so schön. Aber wir haben jetzt unsererseits auch einen Finisher. Und Frankensteiner bei Flusy. Und jetzt. So, und was folgt jetzt? Es folgt der Rock Bottom. Head Attack! Oh, oder auch nicht. Fuck! Schnell, ich will noch meinen Finisher machen. Okay, dann machen wir ein Twist of Fate. Twist of Fate!
Genau. Aber auch noch. Ja. Mal gucken, ob das reicht. Ich denke eher nicht, aber mal gucken. Einfach. One. Two. Ah! Und er hat schon wieder Finisher! Und er konnte auch schon wieder. Anyway. Na! Fick dich! Acai Moon.